Guten Morgen, meine Damen und Herren. Seien Sie uns herzlich willkommen im Nordfriesland. Warum um Himmels Willen ist es nicht bei jeder Ausstellung so wunderbar voll wie heute? Das ist ein fantastischer Anblick, der uns sehr, sehr begeistert, sehr, sehr motiviert. Und glauben Sie mir, von hier aus sehen Sie alle zusammen noch sehr, sehr viel besser aus. Weiterhin und mit gebührendem Nachdruck begrüße ich die Hauptpersonen des heutigen Morgens, die Künstlerinnen und Künstler dieser Ausstellung. Ohne sie, respektive ohne ihre Arbeit, würde es schließlich keine Landesschau geben. Sehr viele, nämlich über 200 Künstlerinnen und Künstler, haben eingereicht. 67 von ihnen wurden durch die Jury ausgewählt. Meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Ausstellung gefallen würde, wäre das unser größter Lohn. Vor 20 Jahren, 1997, fand die letzte Landesschau im Nissenhaus statt. Das ist lange her. Junge Künstler von damals gehören heute zu den Arrivierten. Von den Älteren leben heute nicht mehr viele. Ich erinnere in diesem Zusammenhang nur an den wunderbaren Karl Fettweis, mit dem ich damals die Ausstellung aufgebaut hatte. Zum Teil noch im Anbau von 1986, der heute die Stadtbücherei beherbergt. Klaus Lengsfeld war damals Museumsleiter und hatte viel Spaß an der Schau. Etliche Künstler und Künstlerinnen haben dem BBK jedoch auch die Treue gehalten. Ein Blick in den Katalog von damals zeigt jedoch etwas andere Präferenzen, zumal das Durchschnittsalter der an der Landesschau beteiligten Künstlerinnen und Künstler damals deutlich jünger war. Man glaubt etwa, die Nachwehen der Pop-Art damals deutlicher als heute zu spüren. Spannend aber auch die Beobachtung der künstlerischen Entwicklung von vielen Teilnehmern über all die Jahre. Was hat das Museum von einer solchen Ausstellung? Warum machen wir das überhaupt? Meines Erachtens eine ganze Menge. Schließlich geht es um eine konfrontative Präsentation gänzlich unterschiedlicher Auffassungen. Diese aber steigern sich nicht nur in ihrer Wirkung, sondern bilden immer wieder auch überraschende Analogien und Harmonien aus, die man zuvor wohl kaum in dieser Form für möglich gehalten hätte. Gleichwohl funktioniert das nur vor den Originalen. Deren Aura erzeugt eine ästhetische Verlebendigung und nicht das, was man womöglich im Kopf mit sich herumträgt. Vor dem Originalen verliert man oftmals ein Stück weit seine Hemmungen. Man entdeckt, vergleicht, analysiert, bewertet und vor allem, man findet womöglich neue, werkbezogene, im Sinne der Kunst werkbezogene Kriterien für das eigene Urteil. Dass ein solches Unterfangen jedoch einen spielerischen Charakter haben muss, versteht sich beinahe von selbst. Gerade deswegen geht man aber doch auch ins Museum, werden Sie jetzt zu Recht sagen. Stimmt, antworte ich. Es geht um die Erfahrung einer Lebendigkeit, in der unsere existenziellen Ängste überwunden werden. Das Kunstwerk lehnt jede äußere Bestimmung von vornherein ab. Stattdessen erfährt der Mensch seine Freiheit und damit eben den Kern seines Wesens nicht in der Einhaltung vorgegebener Regeln, sondern vielmehr, um mit Friedrich Schiller zu sprechen, im nicht von außen bestimmt sein des Kunstwerkes. Folgt man
folgt doch das überzeugende Kunstwerk einer eigenen Disposition. Spätere Generationen sprachen vom Prinzip der inneren Notwendigkeit oder führten den Begriff der künstlerischen Autonomie ins Feld. Das Museum, zumal das Kunstmuseum, sollte ein Ort vorbedingungsloser Freiheit sein. Andernfalls hätte es eben keine Daseinsberechtigung. Und Gleiches gilt für eine solche Ausstellung. Denn auch diese setzt auf eine individuell begründete, gleichwohl folgerichtige und bedingungslos vorgetragene Konsequenz, die dem Betrachter immer ein Stück voraus ist und ihn anregt, beflügelt, zu einer kritischen Reaktion gegenüber sich und der erfahrenen Realität herausfordert. In einer Zeit, die im öffentlichen Diskurs die Ökonomie wie die Naturwissenschaften und Technik zum alles entscheidenden Paradigma erklärt, erfährt jedwede Kunst ein unabdingbares Freistellungsmerkmal. Sie tut das mit Macht, so sie denn überzeugend ist. Sich ihr auszusetzen, ist also eine niemals abnehmende Lust zu unbändiger, ungelenkter, das heißt humaner Selbsterfahrung und Selbstdefinition. Aber machen Sie doch gleich im Anschluss Ihre eigenen ästhetischen Erfahrungen und kommen Sie wieder. Sie kennen meinen alten Spruch, ein Museum ist wie eine Kneipe. Es lebt vom Wiederkommen. Herzlichen Dank.